Göttingen is een levendige studentenstad met een eeuwenoude historie. Maar er waait ook een frisse wind door de stad. En die zorgt voor een vooruitstrevende gastronomie. Onze local vertelt je hier alles over. Ik ben Jan Knichaller, 35 jaar oud. Ik kom oorspronkelijk uit Kassel en ben nu hier in Göttingen sinds een jaar. Met dem café heb ik al 5 jaar. Ik ben früher met mijn Eltern immer häufig naar Dänemark in Urlaub gefahren. Und da hat man viele Eindrücke, kann viel mitnehmen, viel Input immer für das Café, für die Einrichtung, für den Café. Wir wollten einen Café haben, der nicht so Mainstream ist, sondern eher speziell. Der Nordmann ist unsere eigene entwickelte Röstung. Und dabei ist er wirklich, also meine ich ernst, inspiriert dadurch durch die ganzen Cafés in Holland, vor allem Amsterdam, Den Haag, weil die hellen Röstungen einfach immer toll sind. Wir machen selber Aufstriche, das ist so unsere Besonderheit, etwas Herzhaftes, auf Brot. Für den Flat White nehmen wir auch den Nordmann Kaffee, weil der einfach am besten dazu passt. Mit seiner äthiopischen Fruchtigkeit. Der brasilianische Anteil bringt so ein bisschen Schokolade rein, einfach noch. Für was Göttingen bekannt ist, auf jeden Fall für die Universität und das Gänseliesel, was man direkt vom alten Rathaus findet. Meine Lieblingsorte in der Stadt ist einmal der Botanische Garten. Ist halt ein wunderschöner Platz, wenn man es draußen mag, mit Pflanzen. Sehr viele Leute, alle sportinteressiert, aber alle kommen zusammen, sitzen in Gruppen, es wird gegrillt. Die Stadt ist zwar klein, aber trotzdem gibt es so viele tolle Sachen. Ich würde sagen, ein Spaziergang einmal um den Wall, den alten Stadtwall der Stadt, das sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Da sieht man viele schöne Sachen und Ideen für das, was man noch machen kann hier in Göttingen. Göttingen ist sehr weltoffen, hier kommt viel zusammen, hier ist man offen für alles. Und das ist, was ich am meisten an der Stadt mag, tatsächlich einfach die Menschen, die diese Stadt prägen.